das. Da ist der Block nämlich anders platziert. Oh. Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 One Subscriber Level per Day. Welt 1-2 Tower out of control von Milia. Tower is out of control. The tower is very long, difficult. Aber es sind doch 5 von 6 Sternen. Ist das doch der Schwierigkeitsgrad? Okay. Aber eine Abschlussrate von 1,51%, 2 erfolgreiche von 132 Versuchen. Na dann. Mal schauen, wie es losgeht. Und den Timer nicht vergessen. So schon mal nicht. Wow. Respekt. Ah, falsch gelandet. Aber ich glaube, hier gibt es Checkpoints. Ich bin da optimistisch. Einmal so eine Aktion machen. Okay, aber gleich so eine ganze Laufbahn. Das ist immer so, ich habe keine Ideen mehr. Das funktioniert nicht, dass man dagegen springt, oder? Nope, das funktioniert nicht. Besonders ist die Hitbox da ein bisschen ganz komisch. Ach. Irgendwie so das Bedürfnis, wenn mir ein Level am Anfang nicht gefällt, dass ich gleich sage, mach ich nicht. Bin zu dämlich. Aber das wäre dann nicht One Subscriber Level per Day. No chance. Ich ziehe jetzt nur die Abschlussrate ein bisschen runter. Wow. Nein, ich habe das Ziel gesehen. Also, die Tür. Also bei Milia müsste man echt bei jedem Abschnitt einen Checkpoint setzen. Nur alleine diese Abschnitte sind schon teilweise ein Level wert. Aber interessant ist auch immer nur Mario 3D World, ne? Immer das mit der beschissensten Kontrolle. Und mit dem extremen Rutschen. Könnte ein interessantes Video werden. Sind ja noch 26 Minuten, wo ich an der Stelle failen kann.
Oh, war ja, das ist jetzt wieder was ganz anderes. Oh, no. Da ist der Block nämlich anders platziert. Wow, das war knapp. So, und der wird jetzt echt fies. Das wird echt fies. Eins, was ich mir vorstellen kann, dass ich da jetzt schnell durchrenne. Ja, und das ist der Trick. Boah, Milia. Durchrushen. Und dagegen springen. Super. Das war wirklich der Trick. Wow. Ernsthaft? I don't think so. Verdammt, gebremst. So viel Speed. Ich hasse die Hitbox von diesen Boxen. Man sieht, dass da eine schräge ist und trotz alledem wird es als ganzer Würfel gewertet. Außer es sind die Stacheln draußen. Dann natürlich nicht. Dann sieht es natürlich aus, als ob man da genau in diese Schräge rein theoretisch reinpassen würde. Wie soll ich denn darauf kommen? Unmöglichen Long Jump. Ah, zu niedrig. Da hatte ich Glück gehabt. Aber hab's danach verkackt. Wäre ein Scheiß für uns gewesen, also von dem her, selbst wenn ich das geschafft hätte und das überleben. Könnte man ja irgendwas verstecken, ne? Aber nee. Selbst mit einem Long Jump nicht. I don't get it.
Oh no! Puh. Bringt mich auch nicht weiter. Oh, no. Wow. Ein blöder Skip-Squeak. An dieser Stelle hasse ich irgendwie. Das Schlimme, was ich befürchte, ich glaube, das ist ein Tower. So. Oh, diesmal hat es nicht funktioniert. Oh, es sind einige bis zur zweiten Pflanze gekommen. Puh. Wow. Ich kann immer wieder nur erwähnen, ich weiß nicht, was die Leute davon haben, dass es so schwer sein muss. Oh, no. Könnte der letzte auch mit dem Longjump funktionieren, aber... ja, ist ja der, der mir jetzt am meisten Probleme wenn macht. Oh, no. Ist nicht so, dass ich die Taste nicht drücke zum Springen, aber... scheinbar nicht auf den Pixel, wo er es gerne hätte. Das ist neu. Mario mag halt Stacheln im Hintern. So. Ich lasse es jetzt hier einfach mal als Erfolg gelten und dann war's das. Das ist natürlich eine Änderung der Taktik. Wie habe ich das gemacht? Oh, no. Ja.
Wie tief soll ich denn noch sinken? Das Einzige, was ich noch sinken kann, wäre das Niveau hier. Ach, danke. Ah, es muss so richtig schön klatschen im Gesicht. Ah, dann funktioniert es auch mit den Nachbarn. Ja. Wieder ein Pixel. Das war die Kante oben erwischt. Gibt's nicht, ey. Das meine ich, da ist so ein ganz klitzekleiner Pixel, den man springen muss. Den muss man erwischen. War klar, dass er jetzt kommt, ne? War ja klar. Okay. Geschafft. Noch ein Pixel weiter nach links. Nach links. Nach links. Nicht nach rechts. Krieg ich den Sprung nicht mehr hin, oder was? Den Stachel in Marios Kopf. Zunk! Reagier einfach noch, nur noch. Ich sehe es gar nicht mehr so wirklich. Wie weit muss ich denn noch nach links? Ich meine, für mich wäre es wertvoll, also für mich selber, nicht, dass es 50% schaffen, weil es wird niemals jemand schaffen, 100%, aber einfach um die Quote unten zu halten, aber trotzdem. Versuche ich auch nicht, irgendwie so extrem schwere Level zu machen, weil die keiner schaffen kann. Weil es die bestimmt Verrückte gibt, die es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber auch hier sage ich wieder gerne an den Hersteller, wenn es hier ein Video gibt, wie das geschafft wurde, immer her damit. Dass die Leute auch sehen, dass es wirklich schaffbar ist. Au,
Oh, oh, no! Ich habe bald noch einige Level von Milia vor mir. Oh, oh, no! Die Konzentration geht jetzt schon in den Hintern. Mit Aggression dann in das nächste Milia-Level, ey. Ich spring immer weiter links und es zählt immer noch nicht. Wie weit muss ich denn nach links? Dann rechnet man nicht damit. Wenn man rüberkommt, dann einfach immer nach rechts drücken. Ich glaube, das ist random. Also von Mario Maker, nicht jetzt von Milia. Je nachdem, ob die Pflanze anscheinend gerade Blähung hat oder sonst irgendetwas. Wenn du hier zu viel Speed hast, dann bist du auch am Hintern. Und wenn du da zu wenig Speed hast, oh yeah baby, hast du einen heißen Hintern. Ich war schon unten durch. Ach, ich hab jetzt doch mal Bock. Ich hau ihn doch jetzt noch mal den Stachel doch rein. Das lasse ich jetzt doch gelten, hab ich mir bei Nintendo gesagt. Ja, das gleiche jetzt und... Na, egal. Ich hab's einen Schritt weiter geschafft. Ein Schritt vor, 15 Schritte zurück. Oder wie viele Schritte sind's? Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie viele Leute hätten jetzt schon längst den Controller an die Wand geschmissen und gesagt, ich spiele nicht mehr. Nein, den Controller habe ich geschenkt bekommen. Der ist ganz toll und ganz super und liegt nicht am Controller. Nein, der Controller ist nicht schuld. In dem Augenblick, lieber Ersteller, bitte komm mal vorbei, ich muss dich mal gegen die Wand werfen. Dringend. Jetzt. Ja. Ich könnte die Switch nehmen. Ja, auch zu teuer. Gut, ich glaube nicht, dass den Timer voll ausgereizt hat. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber... Wow. Okay. Stampfattack ist mir neu. Oh, oh.
da unten gegengekommen? So beeinflusst mich Melia schon, ey. Ich glaube echt, wieder zu hoch. Komm zurück, Konzentration, Konzentration, wo bist du? Oh, Melias Level musst du spielen, haben sie gesagt. Wird dir ganz viel Spaß machen, haben sie gesagt. Mhm. Ich bin wieder ein Pixel weiter nach links, möchte ich mal erwähnen. Ja, das ist Fortschritt. Ja? Wie hat meine Schwiegerin immer gesagt, Baby Steps. Das Problem ist bloß, dass die Steps auch immer zurückgehen. Seht ihr, was ich meine? Keine Ahnung, was ich da falsch mache. Melia, setz dich davor, spiel das Level nochmal und mach uns davon ein Video. Guck mal, wie weit ich... Das meine ich ja. Mal funktioniert es, mal nicht. Ich sag euch, das liegt daran, wie die Pflanze atmet oder furzt. Ich wollte wahrscheinlich gerade einen fahren lassen und deswegen gab es dann da die entsprechenden Aufblähungen. Ja, Tatsache, das ist kein Witz. Wie sie atmet, das ist wichtig. Das ist kein Witz. Ich glaube echt, das ist wichtig. Oh Mann. Was haben wir jetzt von dem Level insgesamt gesehen? Wenn wir mal jetzt so schon ein Fazit ziehen. Bälle. 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 Bälle mit Stacheln. Bälle mit Stacheln. Bälle mit Stacheln. Lava. Frump. Skipsqueak. Piranha-Pflanze. Oder Piranha-Ranke. Wie auch immer die Dinger jetzt heißen. Und Trampoline. Ganz viele Trampoline. Muss sie aufgebläht sein? Ja, damit nichts zu tun.
Einfach nur ein Glückssprung. Hui. Immer so 10 Sekunden, bis ich sterbe. Respekt. Okay, waren weniger als 10 Sekunden. Ja, der zählt noch. Der zählt noch. Okay, gut. Ja, Melia, ich konnte nicht viel zeigen, von dem her kann ich es nicht wirklich bewerten. Ich sag nur, wie immer, deine Level sind unbarmherzig und sauschwer und ich würde mich echt mal freuen, wirklich ein normales, ordentliches Level von dir zu bekommen, was auch herausfordernd ist, vielleicht auch mal nicht im Mario 3D World Style und vielleicht auch mal mehr auf Gameplay ausgelegt ist. Ich meine nur, der Rekord liegt bei 13 Minuten 48. 13 Minuten 48. Also es gibt schon mal einen Checkpoint, weil ich glaube nicht, dass jemand die 13 Minuten da komplett ausgenutzt hat. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor 3. Tschüss.